Das ist wohl wahr. So. Der liegt jetzt auch. Ich muss jetzt erstmal hier wieder was verstauen. Kann weg. Haben wir noch was anderes gekriegt hier? Was ist das denn hier? Schulterpolster 62. Cool. Neue Schulterpolster. Lederriemen. Zack. Den Horn wollte ich ja verkaufen. So, wir müssen jetzt hier gegen die Untoten hier kämpfen. Da, tolle Wolle. Aber wenn das so ist, dann ist das eben halt so. Ich sterbe. Nein, du stirbst nicht. So. Na gut, geschafft eben. Bleib mal ein bisschen hinten im Hintergrund. Weil meine Rüstung ist doch schon ganz schön sehr angeschlagen. Oh, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. So, meine Tränke aktivieren. Die Wut ist mein. Bisschen verlangsamen hier. Oh, die hat gesessen. Tja, sollte man nicht zu nah kommen. Denn ich kann auch austeilen. Mal heilen und Giftsalbe rauf. Crit, crit, crit. Sehr schön. Da macht sich doch unsere Bullet doch bemerkbar langsam. So, ich denke mal, wir sind. Ach, da oben hoch müssen wir jetzt. So, weg ist er. Hat er noch was Schönes drin? Ewige Wachsamkeit. Oh, was ist das denn? Ein Schwert? Vollverstärktes Zypenschneider. Level 61. Also ein blaues Schwert. Dass ich das noch erleben darf. Oh, da hinten ist wieder so ein Riese, den wir da bekämpfen müssen. Da wollen wir jetzt mal auf ihn stürzen. Ja, 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 alles klar, alles klar, alles klar. Erst Verteidigung, dann Angriff. Okay, der ist tot. Ah, da sind zwei Riesen. Hat er noch irgendwas fallen lassen? Nö, hat er nicht. Es wäre doch gelacht, hätten wir das nicht geschafft. Jetzt fängt doch noch an zu reimen hier. Ach, ist das Schlechte. So, ein Horn hat er fallen gelassen. Kriegshorn und ein bisschen Geld. Wer keine Opfer bringt, kann nichts gewinnen. Ja, 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 das ist wohl wahr. Hier, hierher! Ich werde den hier mal wiederbeleben. Die anderen bekämpfen den anderen zum Beispiel jetzt gleich mal. Ihr seid ein verängstigtes Kind. Danke. Bitte, wir werden euch jetzt helfen. Ja, das ist natürlich schön. Hier. Yeah. Ach, da ist dieser große Veteran. Ich werde den hier mal looten. Ach du Scheiße.
Komm, den schaffen wir. Jawohl. Haha. Der war doch easy. Eine Zustellung für Orianischer Turm. Jemand zu Hause? Nein. Und ich lasse es einfach hier. Fast fertig. Eine Bombe noch. Dann können wir unser Hast- und Knall-Siegerlied anstimmen. Ab in die nächste Welt mit euch. Au. Hilfe. Hilfe? Okay. Alter, was zieht er mich denn immer zu sich ran, der Idiot? Ey, ist das doof oder was? Nicht das Bein. Das ist ein Scheiß. So. Jetzt muss ich die anderen hier helfen. Euer Tod war vorbestimmt. War ja gar nicht. Kommen schon die nächsten. Ach Mann. So, wo müssen wir jetzt eigentlich als nächstes hin? Das war's schon. Okay. Euer Tod war vorbestimmt. War's gar nicht. Ich zieh dir einen Speidel und mach dir aus. Ist deine Haut eine Ledertasche. So, das war's. Das nenn ich mal ein Feuerwerk. Aber das war nur zum Aufwärmen. Jetzt wird die Sache richtig interessant. Das nächste Ziel ist das Orianische Knochenschiff, das die Wasser des Morastmeeres verseucht. Das ist eine große Sache. Mit normalem Sprengstoff müssten wir schon für eine kleine Delle den ganzen Laderaum vollmachen. Sehr unpraktisch. Dieser Riese braucht richtig ordentlichen Kavum. Ich habe da zwei Hochleistungsbrandmittel in petto, die wir benutzen können. Da ihr mein Vorgesetzter seid, überlasse ich euch die Entscheidung. Wir schicken diesen Kahn auf den Meeresgrund. Ich erkläre es euch, sobald ihr bereit seid. Alles klar. So, wir müssen aber erstmal gucken. Unsere Tasche ist nämlich schon wieder voll. Mann, oh Mann, oh Mann, das geht hier aber echt schnell. Die Fackel brauchen wir nicht. Den Schwert brauchen wir auch nicht. Und das Schwert. Die Waffe, die müssen wir behalten. Was ist das hier eigentlich für ein Scheiß? Schwarzlöwen-Spitzhacke, achso. Was ist das hier? Zum Benutzen Doppelklick. Erstmal hier ein bisschen. Zack. Wieder Belebungstrank. Aha. Ach, hier ist ja noch ein weiteres Schwert. Brauchen wir auch nicht. Wir sind ja kein Krieger und können beziehungsweise das auch gar nicht tragen. Schade eigentlich. Finde ich immer ein bisschen... Finde ich immer ein bisschen schade. So, den Beutel können wir auch noch öffnen. Ist das drinne? Eine Pulle dicken Blut. So. Jetzt haben wir ja wieder ein klein wenig Platz. Aha. Okay. Gut. Dann werden wir mal mit unseren Ton sprechen. So viel zum orianischen Brückenkopf. Wir werden bei unserer nächsten Mission mehr Feuerkraft benötigen. Es ist genauso, wie es Shera immer sagte. Die beste Verteidigung ist immer noch, den Feind in kleinen Stückchen zu putzen.
Das, was wir brauchen, können wir uns entweder von einem freundlichen, gesinnten Quelle holen oder von einem feindlichen, gesonnen. In der Nähe befindet sich sowohl ein Labor der Inquisitur als auch die Crew meines alten Mentors, Zap oder Zop. Beide sollten haben, was wir benötigen. Wie lautet eure Entscheidung? Die Geschütze der Inquisitur oder Zap? Aber wir machen mal Zup. Ich bringe immer etwas Großes zustande. Wir werden uns mal für Zup entscheiden. Zippity zap, zup, zup. Mein Kleid der Bezwinger, Kraft, kritische Treffer. Oh, Kraftposition. Oh, da büßen wir ein bisschen das ein und das ein. 36. Okay, wir nehmen das hier. So. Und da haben wir auch schon unsere Belohnung. Und können jetzt die Instanz hier verlassen. Und landen Funkenschwärme wieder zurück. Hier ist ein Kaufmann. Da werde ich jetzt auch mal rangehen. Ich muss nämlich ein bisschen Zeus hier verkaufen. Waldmanns Dank. So, Schrott verkaufen. Dann kann das erstmal weg. Das kann weg. Und das kann weg. Was haben wir denn noch so Schönes hier drin? Okay, das war's schon. Großteils. Was ist das hier eigentlich? Bring diesen Stein zur mystischen Schmiede und lass euch von Somorus etwas Spezielles herstellen. Mhm. Müsste ich eigentlich auch mal bei Gelegenheit mal machen. Na gut. Harter Boden stärkt die Wurzel. Ah ja, okay. Jetzt haben wir auch natürlich hier wieder Fähigkeitspunkte und ein Eigenschaftspunkt, den wir hier wieder verteilen können. Und den setzen wir mal wieder auf Alchemie. So. Alchemie, Alchemie, ich lieb die Alchemie. Schubidubdubdubidi. So. Waffenfertigkeiten. Ne, hier wollte ich gucken. Hier haben wir auch noch so einiges an Fertigkeiten, die wir noch nicht besitzen. So viel ist das aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, muss ich sagen. Hm. Was haben wir hier? Elixier. S, das euch schrumpfen lässt, euch von Betäubung befreit und Angriffe vermeiden lässt. Aha. Rückt ein Kit aus dem euren Waffen durch Bombenfertigkeiten ersetzt. Habe ich das nicht schon mal irgendwie? Bomben. Gucken. Verstehe schon. So. Bomben. Ausprobieren. So. Aha. Okay. Das ist natürlich... sehr interessant. Also die kann man richtig schnell hintereinander wegmachen. Schaden 398. Nicht schlecht. Okay. Lassen wir mal den Bombenkit hier mal drinne. Gut, ich werde aber erstmal an dieser Stelle ein kleines Aufnahmepäuschen machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, nicht zu sehr gelangweilt. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Guild Wars 2 Let's Play. Bis dahin oder bei einem anderen. Ciao.